So, ich hoffe, man kann mich jetzt hören, weil ich hatte gerade schon wieder epische technische Probleme, aber es sollte jetzt gehen. Jedenfalls spiele ich heute wieder Retro. Erstmal willkommen, hallo, entweder hier live beim Stream oder wenn ihr das im Nachhinein anguckt, auch beim VOD. Wir befinden uns heute auf der PlayStation 2 und ich habe mir das Original God of War besorgt. Ja, habe ich noch nie gespielt. Jetzt mal gucken, wie das wird. Erstmal fliegen mir die Ohren hier weg, weil es so laut ist. Alright. Moment. Erstmal kurz in die Optionen gehen. Breitbandformat. Das macht den Kopf irgendwie ein bisschen größer. Sieht irgendwie besser aus. Kontrastreduzierung. Nee, das ist schlecht. Musik mache ich ein bisschen runter, die wumst schon ordentlich. Vibration ein, perfekt. Gut, zurück. Schätze, oh schön. Ich spiele übrigens auf Original-Hardware, also das hier ist meine PlayStation 2 tatsächlich, die steht zu meinen Füßen. Und die wird heute mal richtig schön wieder ausgelastet. Gut, hier sieht man auch meinen wunderschönen PS2-Controller. Ich hoffe, man sieht ihn. Ich glaube, so ist besser. genau, geht weiter. Sterblicher einfach. Held normal, Spartaner schwer. Gott, sehr schwer. Es ist noch nicht auswählbar. Ich spiele mal auf normal. Mal gucken, was da Verlassen von passiert. den Göttern des Olymp. Das ist auf Deutsch. Wow, da war gerade voll der Bildfehler. Sorry. Lag Alle nicht an mir. Hoffnung ist dahin. Und Kratos stürzte sich vom höchsten Berg ganz Griechenlands hinab. Nach 10 Jahren des Leidens, 10 Jahren endloser Albträume, sollte dies nun das Ende sein. Der Tod als Retter vor dem Wahnsinn. Episch. War nicht immer so gewesen. Hallo zusammen. Einst war Kratos ein Günstling der Götter. Teufelswesen, ich schicke euch zurück in die Tiefen des Hades. Synchronisation ist episch. Okay, ich habe keine Ahnung, wie man das spielt. Tutorials zur PS2 gibt es nicht. So springt man. Ah ja, doch da. Leichter Angriff, schwerer Angriff. Mega geil. Das macht jetzt schon richtig Laune. Kratos geht hier richtig ab. Ich habe schon wieder einen Bildfehler. Moment. Ah, das liegt an den Cutscenes. Okay. Hoffentlich legt sich das noch. Was ist? Kommt noch eine Welle. Ah, hier geht's, glaube ich, weiter. R2. Ah, mehrfach drücken. Okay. Zum Truhe öffnen, R2 drücken und halten. Alright. Nice, okay. Kann hier. Oh, man kann Sachen kaputt machen. Ich liebe es. Richtig geil. Das Ausweichen ist ein bisschen weird, dass man das mit dem rechten Stick macht. Aber man ist halt einfach nichts mehr gewohnt, ne?
du hast nur 1 bis 3 gezockt. Ja, das ist ja hier das erste. Ich habe die noch gar nicht gezockt und ich habe das neue auch noch nicht gespielt und ich habe sehr zwiegespaltene Meinung zu dem Spiel gehört. Einerseits, dass es Kratos sehr weich gespült wäre, andererseits, dass dass die Story da nicht mehr so toll ist. Keine Ahnung, ich spiele jetzt mal das hier und find's eigentlich ziemlich cool. Bisher, auch wenn ich gerade erst angefangen habe. Okay. Wow, wer bist du denn? Ich treff nicht. Ich muss irgendwie näher rangehen. Ich hab doch geblockt, Junge. Die Steuerung ist wild. Die ist wild, Leute. Okay, mit dem großen Angriff treffe ich gar nicht. Interesting. Schau mal, Wasserschlange! What? Mit Kreis-Minispiel starten, wenn es über dem Kopf eines Feindes erscheint. Minispiel in einem Bossfight. Feiere ich schon ein bisschen. Okay, gut so. Okay, dann spielen wir mal. Quicktime Events, sagt's doch gleich. Ich bin ein Gott! Muss hier ein bisschen. Oh shit. Ja. Komm, geh wieder hoch, Junge. Kann ich hier rüberspringen? Ja, gut, das war nix, aber zumindest ersäuft er nicht. Oh, eine Treppe. Geht's da noch weiter runter? Kann ich tauchen? Nee, aber ich kann im Wasser angreifen, das finde ich cool. Okay, once again. Und ich habe mal Prince of Persia gespielt. Da muss man auch so scheiß balanciert Dinger hier machen. Aber das ist echt nicht einfach. Wow. Na komm schon. Was ist dieses rote Zeug? Das würde ich gerne mal wissen. Um genau zu sein, ein Halbgott. Ja. Okay, Gott ist Gott, oder? Komm ich hier nicht raus? Ja. Hi übrigens, wollte ich auch noch sagen. Geh weg! Hier. Bleib mir vom Leib! Was, möchtest du nicht von mir gerettet werden? Ich kenne dich und deine Taten, Spartaner! Ich sterbe lieber, als von dir gerettet zu werden! Finde toll, dass sie was ganz anderes sagen, als das steht. Ja, dann stirb halt hier sonst. Mir doch egal. Du Sparta! Gib her das gute Zeug. Mit rechtem Analogstick ausweichen. Ja, als ob ich das noch nicht gemacht hätte. Also Barrikaden kaputt machen finde ich richtig geil.
Oh, wait a minute. Das sind keine Gegner. Egal. Ja, komm, halt her wieder. Shit. Nicht einmal diese Typen hier aus, weil sie den mal schlagen, ey. Ja, haben die den losgelassen, der Super. Blöde Federviecher! Oh, im richtig im Spartaner-Modus hier schon. Ja! Stirb! Das war richtig Bock, ey. Sag's euch. War eine gute Entscheidung, das heute zu spielen. Sind jetzt einfach weggeflogen? Ich fass es nicht. Oh, nicht schon wieder. Maybe not eat me. Boah, ich bin noch ausgewichen. Komm schon. Holy shit. Schon richtig. Bösartig. Das ist mein Bonus. Oh fuck. Zu langsam ausgewichen. Ah, cool, dass man keine HP verliert, wenn man sich da wieder rauswinden kann. Ups, ich bin runtergefallen. Ich bin wieder irgendeine. Hi, bin ich wieder da? Ja, ich glaube, ich bin wieder da. Sorry. Irgendwie, OBS möchte einfach heute nicht, wie ich möchte. Ich hoffe einfach, das geht jetzt relativ smooth noch ohne Probleme. Ansonsten wird es halt heute ein bisschen kürzer. Ich wollte eigentlich gerade lesen, was ihr hier geschrieben habt. Wo ich ein Gott wäre. Ja, keine Ahnung. Das macht ihr unter euch aus. Und ich als Kratos, na, ich weiß ja nicht, ich habe nicht so die Muckis dafür, aber wir können ja mal mal anders drüber reden. Devil May Cry ist sehr geil, ja, also ich muss da auch noch die alten Teile spielen. Dante ist mega cool, ich liebe Dante. Ja, schön, dass ihr immer noch da seid, auf jeden Fall. Ich spiele mal weiter, ne? Keine Ahnung, was mit OBS heute los ist, aber anscheinend mag es mich nicht. Oh, man kann sogar klettern. Also ich muss sagen, bei diesen alten Spielen finde ich das geil, wie viele Möglichkeiten man einfach hat, um durch Level zu laufen. Drücken und halten, okay. Yeah. Und dann greifen. Okay, das war jetzt nichts. Geiler Move. Ah, er ist schon tot. Schade. Mein Gott. Okay, das klappt nicht so gut. Ich bleib mal bei meinen Standardangriffen, weil ich sie ziemlich geil finde. Das ist schon wieder so ein Schlangenvieh. Alright. Annoncieren wir mal wieder los, wa? Ich finde seine Schwerter ja schon ziemlich geil.
Okay, links oder rechts? Gehen wir mal links. Ohne abzurutschen. Mein Gott. Okay, geschafft. Wen haben wir da? Du bist es. Die Visionen waren real. Die Götter erschienen mir und sagten, es käme ein Held, der uns von der Hydra befreit. Aber du bist zu spät. Wir sitzen fest. Nutzt sogar Hydra. Ah, na dann. Das erklärt einiges. Die Untiere kamen aus dem Nichts. Alle Schiffe sind zerstört. Alle Hoffnungen verloren, Spartaner. Selbst für... Ist noch richtig unimpressed. Moment, kurz Pause. Ich habe das Spiel noch nicht durchgespielt. Also das ist jetzt mein erstes Mal God of War. Und ich finde es bisher ziemlich cool. Oh, hier ist noch ein kleines Tutorial. Mit Kreuz lenken sie die Power Orbs in ihre Klinge und ihre Magie. Ah, dafür sind die da. Okay, gönne ich mir gleich mal. Ich gehe jetzt erstmal hier weiter. Treten Sie in das Leuchten und speichern Sie mit R2 das Spiel. Vielleicht sollte ich das tun. Yep. Gucken, ob auf meiner Memory Card noch Platz ist. Steht leider nicht dabei. Falk, so ein Suit haben wir tatsächlich hier zu Hause. Von daher ist das gar nicht so unrealistisch. Ich weiß aber nicht, ob ich das tun würde. Müsste ich mir ja auch noch schön Make-up. Ich brauche eine Glatze. Oh, meine schönen Haare. Speichern abgeschlossen. Was dauert lange. Alright, good. Weiter geht's. Ist hier noch was? Nee. Wait. Ich wette, ich brauche das. Zum Treten. Mit R2 Kiste festhalten und zum Laden X. Ah, Kisten treten. Cool, okay. Zack. Na komm schon. Gut gemacht. Die Spielmechaniken sind richtig geil. Autsch, das hat weh. Haben die mir meine Kiste kaputt gemacht? Hallo? Was ist falsch mit euch? Dann brauche ich direkt eine neue. Ja, ich weiß. Danke. Am besten dahin. Mein Gott. Nochmal. Vielleicht zieh sie auch einfach ein Stück. Oder schieb sie. Ich hasse euch. Wieso komme ich da nicht so ran? Okay, was geht ab? Glatzenkappe oder Badekappe? Na, ich weiß ja nicht, Leute. Mal schauen. God of War ist schon sehr ambitious. Also, nicht God of War. Kratos, meine ich.
Das Spiel ist bisher ein bisschen ambitious. Die schießen aber so unglaublich schnell. Das war nicht sehr weit. Au! Okay, Moment. Was kann ich denn mit diesem Orb hier machen? Ups. Chaosklingen. Nächste Verbesserung. Götterzorn, größerer Schaden, neue Angriffe. Sie brauchen 1500 Orbs. Ja, so viele habe ich ja nicht mal. Hab ich doch? Was? Ach so, mein... okay. Ich verstehe das Prinzip. Alles klar. Okay, eins, zwei und dann laden die beide nach. Ne, das, so klappt das nicht. Schießt auf mich, nicht auf meine Kiste. Ich brauch die. Fuck, 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 fuck. Nein! Ja, Leute, das war's, ne? Hier bleib ich hängen. ob ich das einstellen kann, das ist jetzt eine richtig gute Frage. Wait a second. Einstellungen. Nee, kann ich gerade leider nicht machen, weil ich live bin. Der hat mir alles ausgegraut, was ich machen könnte. Sorry. Nächstes Mal denke ich aber dran. Guter Hinweis. Au. Okay, hat jemand einen Tipp? Was ist das? Kann man euch vielleicht als Schilde benutzen? Nee, leider nicht. Schade, schade, schade. Okay, nochmal. Vielleicht ganz außen rum. Ich probiere das mal. Ja, das lief jetzt nicht so gut. Dass auch immer das Tutorial von vorne kommt. Oh Moment, ich hab mich verheddert. Okay. Kabelgebundene Controller und so. Ich versuche die Pfeile abzulenken, deswegen. Deswegen mache ich das gerade ein bisschen komisch. Nein! Nein, ich war fast da! Nein! Kann ich von hier nicht greifen? Okay. Interessant. Wenn man nicht weiß, ob man Englisch oder Deutsch redet. Dass ich fürs Treten aufladen, aber auch einfach so viel Zeit braucht. Vielleicht kann ich ja ein paar Mini-Tritte machen. Die bringen einfach gar nichts.
Aber mein Timing ist echt kacke, ne? Why? Ja, ich weiß. Das Gute ist, die Kiste kommt immer wieder. Schlecht ist, ich muss immer wieder von hinten anfangen. Das Spiel macht so Spaß! Ich scheitere an einer Kiste. Au! Oh! Das war nicht mit Absicht, aber hey, wenn ich dadurch Energie zurückkriege, dann mache ich das bei denen noch auf. Ich spiele das Spiel, wie ich will. Komme ich nicht irgendwie an die ran? Das wäre natürlich noch sinnvoller. Let's try out. Nee, leider nicht. Das wäre jetzt so die Alternative gewesen. Aber nein. Okay. Los, Kratos. Gib Gas. Jetzt kriege ich sie nicht mal mehr nach vorne. Schwierig, ja, sehr schwierig. Alte Spiele und so. Warum wollte ich Retro spielen? Ach ja, macht ja Spaß. Schießt hier hin. Los, schießt hier. Ihr sollt hier hinschießen. Oh Gott. Das war knapp. Wieso haben die eigentlich unendlich viele Pfeile? Was soll das? Ich fühle mich hier, leicht benachteiligt. Sorry, falls ich übrigens manchmal aus dem Kamerafokus weg bin. Das liegt daran, dass ich mich viel bewege. Ein Stück weiter als eben. Okay. Schmeiß eure Pfeile hier hin. Au. Ja, ich weiß, ich brauche das Tutorial nicht mehr. Vielleicht muss ich auch einfach in Bewegung bleiben. Vielleicht ist es gar nicht so kompliziert, wie ich mir das denke. Weil eigentlich wollen die ja mich und nicht die Kiste. Au. Ups. Ist nicht wahr. Liegt halt auch ein bisschen daran, dass ich natürlich dann näher dran bin und dadurch, deren Pfeile viel schneller an mir dran. Mein Gott. Okay, okay, okay. Idee? Thank you.
Oh, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Jetzt aber nicht zu übermütig werden. Wenn ich hier stehe, treffen sie mich noch? Tatsächlich nur von der einen Seite. Okay, okay, okay. Nein! 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 Ich flipp euch im Dreieck, ey. Ja, die AI funktioniert tatsächlich wie in Skyrim, nur fast noch schlimmer. I've come so far and in the end it doesn't even matter. Jetzt greif halt die Kiste und spring nicht immer drüber. Oh, Kratos. Grad warst du mir noch sympathisch. Damage. Es wäre so cool, jetzt gerade eine Fernwaffe zu haben, um einfach die abzurieseln. Nein, ich habe kein Gamer Rage. Das sieht nur so aus. Au. Ach, komm schon. Aua. Ey, wie lange bin ich hier schon dran? Hat jemand irgendwie die Zeit gestoppt? Wow. Zieht gleich vor den Spieler, nur ist da die Kiste. Ja, richtig. Ja, das versuche ich ja. Ich versuche mich wegzurollen. Au, hallo, ich bin in Deckung. Ich versuche mich wegzurollen, aber irgendwie sind die dann zu ungenau, wenn sie dann wieder schießen. Das ist ein bisschen weird. So, also bis hierhin komme ich safe. Du wünschst mir, dass die Pfeile nicht mehr so grausam sind. Dankeschön. Ich hoffe auch, dass sie das nicht mehr sein werden. Das ist wirklich... Jetzt triff mich doch nicht ständig. Stell mich aber auch an, ne? Okay. Ich glaube, ganz rechts ist besser als links. Aber... mal gucken. Nein! 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 Nein, der Plan war so gut. Hoppla. Komm ich außen rum? Wow. Ich sterbe ja noch, bevor die Kiste irgendwie hinten ankommt. Eins, zwei. Ich bin einfach zu langsam. Ich weiß nicht, was hier das Problem ist. Ja, ich weiß, wie das geht. Danke. Hm.
Immerhin ist die Musik ziemlich geil. Vielleicht auch ein bisschen zu aggressiv. ob man die Szene skippen kann, nicht, dass ich wüsste. Kann man hier Szenen skippen? Ich habe das Spiel ja noch nicht durchgespielt, deswegen. Warte mal, ich drück mal Select. Nein, Neustart vom letzten Kontrollpunkt. Und das möchte ich eigentlich nicht. Dann muss ich nochmal von vorne anfangen. Beziehungsweise mit Speicherpunkt. Was nicht so weit weg wäre in der Theorie. Naja. Okay. Wow. Ich habe, glaube ich, einfach ein richtig beschissenes Timing. Ich brauche eigentlich auch nur so einen richtig fetten Monster-Tritt. Und dann ist die vorne, aber komm da erstmal hin. Au! Okay, lieber von hinten. Ah, oh mein Gott! Ist nicht einfach. Ja, die Kiste ist der härteste Gegner und ja, definitiv. Wobei man in Metal Gear als Snake mit Kiste, also wenn man die Kiste über sich drüber hat, ist das schon sehr sinnvoll. Es funktioniert ja auch. Schießt auf mich, nicht auf die Kiste. Wieso kann die nicht aus Metall sein oder so? Okay. Idee? Mal schauen, ob es hinkriegt. Er nimmt einfach zu langsam Schwung, um die Kiste zu treten. Kiste hält 6 Pfeile aus, bist du sicher? Ich habe immer das Gefühl, die treffen einfach gerade nicht. Die treffen mich. Oder den Boden. So, schon mal bis hierhin. Ja? Okay. Dann dürfen die einfach jetzt die Kiste wohl da nicht mehr so gut treffen. Na gut. Versuchen wir es mal. Es wirkt halt so, als wenn die einmal schießen und die Kiste ist dann halt schon im Arsch. Ja, oder sie treffen halt mich. Au!
nicht der Plan. Baby Steps, Baby Steps. Oh, fuck. Das war falsch gedrückt. Nein! Ah, okay, okay, okay. Dann gucke ich mal, ob ich das irgendwie geregelt krieg. Ah. Kratos, schieb! Ich muss nur an eines von diesen beschissenen Netzen kommen. Ah, fuck, jetzt habe ich glaube ich gesehen, wie sie die Kiste getroffen haben. Ich bin näher dran! Wow, 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 wow! Komm schon, komm schon! Ja! Und alle, die jetzt da noch da sind, während sie mir dabei zugeguckt haben, haben Orden verdient. Nicht wieder runterfallen, Kratos, bitte. Reicht jetzt. du lebst ja noch. Oh Gott. Komm, gib mir ein bisschen Energie. Holy shit! Hype! Hype! Jetzt bloß nicht sterben, sonst muss ich wieder zum Speicherpunkt zurück. Außer es kommt hier gleich ein neuer und ich glaube nicht. Was? Hier schreit einer. Es ist die Tür zum Kapitänsquartier, sie ist verschlossen. So wie es klingt, verstecken sich hier die Frauen vor dem Massaker. Oh, hab aus Versehen nochmal gedrückt. Die klingen aber schon ein bisschen hysterisch da drin. Okay. Ja, hoch, oder? Jawohl. Oh, wie praktisch. Und da! Ah, ich bin schon wieder out of cam, sorry. Intense! Oh. Kann ich auch nach unten? Ja, geht auch. Gut. Uiuiui. Ein Feind beim Klettern packen. Warum sollte ich das tun? Ah, okay, deswegen. Natürlich sehr praktisch. Oh!
Es ist so ein geiler Move. Ja, runter mit dir! Mann, geht's hier weit hoch. Hallo! Das ist ein mega geiler Move. Okay, welche Richtung ist gut? Die? Ups. Don't fall. Ah, wahrscheinlich gar keine von den Richtungen, das ist ein Seil. Yay! Oh, wait, da ist eine Kiste. Loot! Und da. Oh! Sie haben ein Gorgonenauge erhalten. 5 mehr sammeln, um ihre Gesundheit insgesamt zu erhöhen. Medusa sei bei mir. Geil. Right, weiter geht's. Ist es das, was ich denke, dass es ist? Ein Achievement? Ein Teleportstein? Oder etwas ganz anderes? Poseidon, mein Herr. Kratos, bevor du Athen erreichst, musst du eine Aufgabe erfüllen. Das Untier, diese Hydra, wütet schon zu lange in meinen Meeren. Groß sind deine Fähigkeiten, doch du wirst Hilfe brauchen. Du brauchst die Macht der Götter. Nimm diese Waffe, Kratos. Zerstöre mit dieser Macht deine Feinde. Okay. Sie haben Poseidons Zorn erhalten. Er finde ich geil. Poseidon ist cool. Nun, Kratos, oh Gott. Die Götter sind mit dir. Geh im Namen des Olymps. Okay. Wählen Sie Poseidons Zorn mit der Richtungstaste rechts mit L2 den Angriff aktivieren. Geil. Richtig nice Angriff. Gnadenlos. Da ist ja noch einer. Stirb. Okay, jetzt werde ich aber mal hier diese hübschen roten Orbs eintauschen. Obwohl, ich habe immer noch nicht genug eigentlich, aber das ist egal. Machen wir mal Chaos Clean. Oh doch, ich habe ziemlich viel gehabt. Aber es reicht noch nicht. Gut. Mal sehen, was uns noch erwartet. Muss ich hier wieder raus? Irgendwie habe ich nicht das Gefühl, dass es richtig ist. Ich finde, sein Doppelsprung sieht so witzig aus. Zack, zack. Okay, hier geht's weiter. Oh mein Gott, ein Speicherpunkt. Yep, ich möchte das Spiel speichern. Okay, das Seil. Moment. Dauert ja immer eine Sekunde, bis er hier überschreibt. Ach so, das Seil von eben, ja. Habe ich dann auch erkannt. Das ist geil, dass man direkt voll ist dann auch. Das ist schon mega gut. Zurück! Zurück! Haltet sie vom Schiff her! Wieso sterben sie nicht? Es ist der Große! Er heilt über die anderen! Der Große! Ich, Götter, wir schaffen es nicht! Ein Hydra-Kopf! Wir sind verloren! Das ist unser aller Ende! Du hast den Schlüssel, den brauche ich. Bleib schön hier. Poseidon, rette mich! Ja, bin schon da. Ich hab Poseidons Zorn. Los geht's. Oh, ja. Sorry. Ich wollte erstmal nur zugucken. Oh, die Katze sieht so gut.
Okay, der Kopf ist wirklich etwas größer. Gut, dann, Body hard. Kannst du mich vielleicht nicht einsaugen? Excuse me. Oh, das war doch ein guter Block. Jawohl. Mein Gott! Hör auf zu atmen! Was? Kein Minispiel? Ach, jetzt kann ich den nicht mehr angreifen. Okay, na dann gehen wir hier mal zum anderen. Holy fuck, der regeneriert sich! Okay. Niemals Bossgegner unterschätzen. Jetzt atmet der mich ein. Ja, dann mache ich halt bei dir weiter. Ah, das kann natürlich auch gut sein, ne? So Hälfte, Hälfte. Alle wollen ein Stück von mir, ich verstehe schon. Ich muss sagen, dafür, dass das Spiel ja schon ein bisschen älter ist, die Monster sind sehr, sehr gut, also sehr detailliert, sehr, sehr gut ausgearbeitet. Das gefällt mir richtig gut. Was ist das mit euch? Kann ich jetzt hoch? Nein, kann ich nicht. Aua! Oh, das wäre nicht gut. Wie wäre es, wenn ihr einfach sterben würdet? Ich weiß, ich versuche jetzt nochmal hier hochzugehen. Vielleicht komme ich ja zum großen Kopf. Nee, okay, die schlagen mich immer wieder runter. How does this work? Links auf die Kiste. Oh, guter Tipp, danke. Ja. This head is dead. Zu spät geblockt. Ich meine, die geben mir ja eigentlich auch einen guten Tipp, aber habe ich jetzt irgendwie nicht drüber nachgedacht. Ich dachte, vielleicht müssen wir die simultant irgendwie kaputt machen. Jawohl! Auf zum Großen! Hi! Du hast ein bisschen Mundgeruch!
Hat dir das schon mal jemand gesagt? Nein, nein, bleib oben! Dammit. Aber zumindest verliere ich keine Dings dabei. Ab hier. Das tat weh. Das auch. Okay, das scheint unblockbar zu sein. Immer auf die Nase! Oh, das war nicht gut. Das war sehr schlecht getimt. Es ist ein bisschen irritierend, dass ich die Kamera einfach nicht mitdrehe, wenn man das möchte. Beißt du denn hin? Du machst dir doch nur die Zähne kaputt. Die Zahnarztkosten kann doch keiner zahlen. Autsch. Oh, richtig dramatisch jetzt. Ja, dann. Minigame. Cool. Nein, wir bleiben oben. Der hat gesessen. Jetzt komm doch mal wieder her, dass ich dich auch treffen kann. Die schreit so wehleidig. Sehr schön, und jetzt? Jetzt habe ich das kaputt gemacht. Wow. Chill! Bin ganz runtergeflogen. Oh, ich kann bestimmt den Kopf darauf aufspießen. Let's fucking go! Thank you.
Oh Mann, bleib doch hier. Autsch. Nein, 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 nein. Nicht ganz runter, bitte. Entschuldigung. Was soll das denn? Die schreit einfach so brutal, ne? Ich kann mich nicht oben halten. Ich versuche mich einfach mal hier hinter den Pöller zu stellen. Ich dachte, da kommt nichts mehr. Alles aus Selbstschutz, ne? Ja? Ja? Okay. Ich bin noch oben. Autsch. Ja, langsam bist du schwach, wa? Yes, do it! Das ist schon episch. Cutscene! Gut, die Blackouts liegen nicht an mir, das ist das Spiel tatsächlich. Wir haben Hydra geköpft. Ein Hoch auf Kratos. Helft mir doch! Ich wollte da gerade nur aus Fun mal hochsteigen, aber man kann wirklich reingehen. Geil. Hilfe! Götter, helft mir! Du lebst ja noch! Junge, gut, dass ich da bin. Ja, eigentlich will ich nur den Schlüssel. Danke! Den Göttern sei Dank für deine Hilfe! Ich bin nicht wegen dir hier. Ich wusste es. Sie haben den Kapitänsschlüssel Punkt. Jawohl, jawohl, jawohl. Ups. Nee, lieber nicht in den, in den Magen. Wir wollen ja nicht zersetzt werden. So. Hübsches Ding. Oh, Kisten. Sehr praktisch, kann man sehr gut gebrauchen. Jawohl, noch ein Gorgonenauge. Viel mehr sammeln, um ihre Gesundheit insgesamt zu erhöhen. Fabulös. Ah, ich kann hier das Seil nutzen. Perfekt. Speichern! Yes. Awesome! Okay, wo müssen wir hin? Das war irgendwo... nicht hier. Auf die andere Seite muss ich wieder. Aber hier sind ja keine Gegner mehr, wie praktisch. Ah, ich hab nichts gesagt. Wehe, macht die Kiste da hinten kaputt. Dann gibt's aber Ärger, du.
Ihr könnt das zwar nicht sehen, aber wenn ich ausweichen will, dann drücke ich manchmal auf Kreis, weil ich das von anderen Spielen gewohnt bin. Und das ist irgendwie schlecht, weil ausweichen ist hier der rechte Analogstick. Spawnen die hier dauerhaft oder was ist das? Okay, aus der Kiste kann keiner mehr. Hallo? Excuse you. Oh, er lebt noch. Jetzt nicht mehr. Der schießt halt. Die KI ist zu intelligent. Gut. Und weiter geht's. Was ist denn das jetzt für eine seichte Musik? Er hat zwei Drücken, um die Tür mit dem Kapitänsschlüssel zu öffnen. Sehr schön. Hallo? Jemand da? Dunkel hier. Ah, ist ja kein Horrorspiel. Gegner sind trotzdem wahrscheinlich hinter der Tür. Ja, sag ich doch. Oh, das ist eine gut gerenderte Cutscene. Abgeschlachtet wie Tiere lagen die Opfer vor ihm. Ein Bild seiner Vergangenheit, der er nie entkommen konnte. Sein einziger Trost war die See. Endlos segelte er von Hafen zu Hafen im Dienste der Götter des Olymps, die seine einzige Hoffnung waren. Denn gleich wie viel Wein er trank oder wie viele Frauen sein Lager teilten, nichts in der Welt rettete ihn vor den Schrecken seiner Gedanken. Athene! Zehn Jahre, Athene. Ich habe den Göttern 10 Jahre lang treu gedient. Wann werde ich von diesen Albträumen erlöst? Eine letzte Aufgabe noch, Kratos. Deine größte Herausforderung wartet. In Athen, das mein Bruder Ares gerade belagert. Während wir sprechen, steht Athen vor der Zerstörung. Ares will meine große Stadt vernichten. Zeus hat den Göttern verboten, einander zu bekämpfen. Darum musst du es tun, Kratos. Nur ein Sterblicher, von einem Gott gelehrt, kann Ares schlagen. Und wenn ich das schaffe, einen Gott zu töten, werden die Visionen dann enden? Erfülle diese letzte Aufgabe, dann wird deine Vergangenheit gelöscht. Hab Vertrauen, Kratos. Die Götter vergessen niemals jene, die ihnen helfen. Den verfaulenden Kadaver der Hydra zurücklassend, stach Kratos erneut in See. Seine größte Herausforderung und Erlösung von seinem zunehmenden Wahnsinn lagen vor ihm. Im alten Athen. So sieht's aus. Ja. Da sind sie ja wieder. Aber, also echt, gegen den Kriegsgott kämpfen wird schon schwierig. Und ich finde lustig, dass sie sagt, noch eine letzte Aufgabe. Und dann so, God of War, 3 Spiele, noch ein Spin-Off, eine Neuauflage und ein ganz neues Spiel. Oh Gott. Lassen wir das beiseite. Entschuldigung. Komm wieder ins Bett, Kratos. Das war's. Wenn ich zurück bin, seid ihr weg. Richtig. Ich will das nicht. Okay, ihr Tagebuch. Der Antrag heute lautet: Alle Frauen, die ich sehe, erinnern mich an sie. Höre meine Gebete
Athene. Wann hören diese Visionen auf? Die Qualität der Buchstaben ist jetzt nicht so geil, deswegen ist es sehr ein bisschen schlecht zu lesen. Ja. Gibt's hier noch irgendwas? Nope. Okay. Warum ist dein Schiff so ranzig? Oh, hier kann man speichern. Das nehme ich doch gleich mal hier in Angriff. Secret Cutscene im Ich weiß es nicht. Er hat gerade gesagt, wenn er zurückkommt, sind die weg. Ich kann ja noch mal hingehen. Komm, wir probieren es mal. Komm wieder ins Bett, Kratos. Nope. Das war's. Wenn ich zurück bin, seid ihr weg. Neue Hildebrand. Du redest von Final Fantasy 14? Ich kenne keinen anderen Hildebrand. Ich habe irgendwie gerade die Kabel um meine Beine gewickelt und das ist super unangenehm. Jetzt kann ich das ja mal kurz entwursteln. So. Ach, besser. So, eine Kiste. Ja, ich drücke ja schon. Er ist so stark, aber er braucht 3 Sekunden, um eine Kiste zu öffnen. Na, ich weiß ja nicht, Kratos. Das üben wir aber nochmal, ne? So, hier ist nichts mehr. Ah ja, ich habe ja noch ein paar Pünktchen. Power up! Reicht immer noch nicht. Verdammt! Oh, noch eine Kiste. Das finde ich sehr praktisch, dass man sich da immer wieder aufladen kann. Das ist sehr angenehm. Die Tore Athens. Ich liebe die Musik. Sie ist so episch, so geil. Ja, Boobs. Richtig viele Boobs sogar. verschwendetes Potenzial. Naja, vielleicht kommt ja noch was. Mal gucken. Töte Ares. Dann vergeben die Götter dir deine Taten. Meinst du? Ich glaube das ja nicht so. Ich gucke mich noch eben auf meinem Schiff um. Moment. So. Hier war nichts weiter. RPG-Krankheit. Alles einmal auschecken. Bin gespannt, was ich noch für Götterkräfte kriege. Das wird leider nicht schon mal ziemlich geil. Was war das denn? Ah. Nice. Und dann alle drei auf einmal. Gehen wir weiter. Gute Nacht. Falls du gehst, schlaf gut. Falls nicht, ich bin noch hier. Wow. Irgendwie klappt das mit diesem Special Move nicht so, wie ich das möchte. Ah, jetzt. Ah, die Gegner hier sind schon ein kleines bisschen anspruchsvoller. Kriege ich jetzt mal mein Power-Up? Mann, dauert das lange. Right, was haben wir hier noch? Okay, dann gehen wir halt erstmal schwimmen.
Ah, ich glaube, da geht's weiter. Ich würde gerne aber noch in die andere Richtung eben gehen. Da kommen die jetzt wahrscheinlich nicht mehr hoch, ne? Natürlich, natürlich. Dead Ends. Gut. Krieg ich hier wieder ein Auge? Oh nein, sie haben eine Phönixfeder enthalten. 5 mehr sammeln, um ihre Magie insgesamt zu erhöhen. Sehr schön, sehr schön. Bei Final Fantasy sind ja Phönixfedern dafür da, um reanimiert zu werden. Mir ist gerade das deutsche Wort nicht eingefallen. Okay. Geht's hier noch weiter? Ja. Ah, dann war das der extra Raum. Ja, dann ist ja gut. Dann gehen wir direkt mal wieder hier lang. Oder komme ich da hoch? Nein. Oh, man kann Kisten kaputt machen. Als ich Zelda gespielt habe, habe ich auch immer alle Kisten kaputt gemacht. Das ist einfach... macht so Spaß. Ich lasse den mal zu, da vorne stehen ein Gegner. Vielleicht brauche ich die Kiste noch. Smooth ausgewichen. Bist du denn für ein Hübschi? Gut, jetzt treffe ich auch. Blocken ist hier sehr gnädig. Also. Ah! Soll wegspringen. Ich brauche die grüne Kiste auf jeden Fall. Schnellkreis drücken, um Minotaur wahrscheinlich zu töten. Oder Minotaurus. Den Minotaurus auf diese Weise zu töten, bringt immer Gesundheit. Cool. Ja! Schubst mich nicht! Ich sehe schon, da kommt gleich noch einer. Also diese Moves sind richtig geil gemacht. Gefallen mir richtig gut. Die haben nicht so viel von Minotaurus, muss ich sagen. Die sehen eher aus wie Werwölfe.
Bis auf die Hufe vielleicht. Ah, ich hab doch gedrückt. Gut, jetzt bin ich natürlich wieder voll. Ja, gut, dann lasse ich die Kiste einfach mal zu. Man weiß ja nie. Aber Magie ist gut. Mana, wie auch immer. Grüne, blaue und rote Balken, wie man sie damals in den Spielen halt hatte. Ja, okay, es geht wieder runter. Oder noch höher. Du da! Ist die Verstärkung schon da? Ares hat diese Untiere nach Athen gebracht. Ohne Hilfe wird die Stadt fallen. Das Tor ist zerstört. Du musst einen anderen Weg hinein. Nein, die Wächterpolygone wurden getötet. Wow, da kommt was Großes. Da kann man vorher nicht speichern. Gemein. Uiuiui. Kreis, Kreis, Kreis. Los, Kratos. Fuck, falsche Taste gedrückt. Nice. Komm noch einer. Warum seid ihr alle so hässlich? Wild! Das war ein schöner Bonus gerade. Ah! Okay, hat noch geklappt. Hui! Okay, das kann man sehr schlecht blocken. Muss man ausweichen. Amazing. Sie haben genug Orbs, um ihre Waffen zu verstärken. Mit Start rufen Sie das Power-Up-Menü auf. Ja, das versuche ich ja schon die ganze Zeit. Aber nett, dass du mir Bescheid sagst, Spiel. Power up! Ja. Chaosklinge Stufe 2. Neue Bewegungen. Apollos Himmelfahrt. L1 und X. Apollo Offensive. Luft. L1 und X. Hermes Hast. R1. Hermes Trampler. Luft. R1. Neue Fähigkeit. Götterzorn, wenn Anzeige voll ist, mit L3 und R3 aktivieren. Okay. Klingt geil. So, und als nächstes kommt dann Poseidons Zorn. Können wir schon mal hier ein bisschen was reinstopfen. Lass den Zorn der Götter deine Klingen treiben, Kratos. Okay. Aber nicht hier, oder? Hier ist kein Gegner. Mal gucken, ob hier noch was ist. Geht's da lang? Ich gehe erstmal da hinten hin, weil da eine Kiste war. Hier ist auch einer. Geht das auf? Dieses Tor lässt sich nur von der anderen Seite aus hochziehen. Der Klassiker. Okay. Oh, da sind mehrere Sachen drin. Schön. Okay. Mini-Plattformer.
Man sieht einfach die Höhen nicht, das ist total weird. Man soll dich da festhalten? Ja, aber die kannst du kaputt machen, oder? Hui. Alright. Nochmal. Ich glaube den da hinten auch. Stell dir mal vor, das fällt dir auf den kleinen Zeh. Aua. Ich weiß jetzt nicht, ob es hier schon weitergeht oder ob das auch wieder so eine Bonus-Stage ist. Egal, ich ziehe einfach mal durch. Hier ist eine Kiste. Sehr schön. Wow, warum springst du so heftig? Nochmal. Wollte eigentlich nur einen kleinen Hopser machen, aber kleine Hopser kennt Kratos anscheinend nicht. Vielleicht laufe ich auch einfach drauf. Besser. Okay. Ist auch noch was. Beautiful! Mehr Orbs. Yes. Komm, was Cooles. Jawohl, noch ein Gorgonenauge. Das ist auch sehr praktisch. Gut. Wo sind wir jetzt? Ein Speicherpunkt! Ja! Kann ich kaputt machen? Nee, schade. Aber ich mach die Einrichtung kaputt, das macht Spaß. Vielleicht doch kein Speicherpunkt. Cutscene! Aphrodite. Kratos. Aphrodite. Dein Vorankommen erfreut die Götter. Doch deine jetzigen Fähigkeiten reichen nicht gegen die Schergen des Ares. Ich biete dir die Macht, deine Feinde einzufrieren. Doch eine solche Gabe musst du dir verdienen. Sein Blick. Come at me, Bro. Bist du eine Gorgone? Medusa, die Königin der Gorgonen. Ach, es ist sogar Medusa. Bring mir ihren Kopf, Kratos. Dann gebe ich dir die Fähigkeit, seine Macht zu nutzen. Let's fucking go! Hätte ich mal die Kiste nicht aufgemacht, vielleicht brauche ich das. Oh, wow, oh, oh. Don't look at me like that. Nein. Stop it! Eine Medusa ist hier aber echt klein, ne? Nein, ich will nicht zu Stein werden. Hau ab! Linken Analogstick drehen bis dem Muster zum Medusas Kopf. Warum ist das alles abgekürzt? Wer hat sich das ausgedacht? Also,
bis das Muster zu dem über Medusas Kopf passt. Alles klar. Ich hab mir den Kopf abgerissen. Alles richtig gemacht. Sie haben den Blick der Medusa erhalten. Schön. Gefriere und zerstöre sie alle mit dem Blick der Medusa. Dann ist die Macht der Gorgonen dein. Sparta! L2 gedrückt halten, um Medusas Blick zu... zielen? Das ist kein Deutsch. Und mit Viereck feuern. Versteinern und zerschlagen sie alle Minotaure, um weiterzukommen. Versteinern und zerschlagen... Alles klar. Ja, Moment. Ich wollte erstmal noch diese Götterdings hier ausprobieren. Die ist ziemlich geil. Ja, Moment. Ich muss das hier eben auskosten. Viereck. Ah, fuck. Das dauert zu lange. Lass mich mal hier durch. Okay. Hat geklappt. Und zerstöre sie alle mit dem Blick der Medusa. Nochmal. Dann ist die Macht der Gorgonen dein. Wie oft muss ich das machen? Ist aber interessant, es verbraucht nicht so viel Mana wie Poseidons Zorn. Was sehr praktisch ist. Gehe mit den Göttern, Kratos. Gehe im Namen des Olymps. Ja, werde ich tun, danke Aphrodite. Find aber Poseidons Zorn tatsächlich ein bisschen geiler, ich glaube, weil ich einfach viel offensiver spiele. Das Ding hat dieselbe Grafik wie das letzte Pokémon-Game. Ja, ist ja auch ein PS2-Spiel, also wundert mich nicht. Damals war das mit Absicht so. Geh mit den Göttern, aber geh. Ich bin bereit. Okay. Probieren wir es nochmal. Ja, das ist ein Stein. Du auch! Haha! Bam! Okay, Party Hard. Armer Polygonwächter. Die sind einfach nicht fertig ausgearbeitet. Das ist so witzig. Ein Speicherpunkt. Ja! Ist hier noch eine Kiste? Balkon. Okay. Können wir zum Volk sprechen, das wahrscheinlich gerade was Besseres vorhat. Ja, ich möchte das Spiel speichern. Unbedingt. Ich würde auch sagen, bis zum nächsten Speicherstand kommen wir noch und dann mal schauen. Was meine Konzentration sagt. Wo komme ich denn hier mit hin? Ah, nirgendwo. Das macht den Pfeil in die richtige Richtung. Moment. Und weiter geht's. Spannen. Hat er es gerade wirklich getreten? Ich mag seine Art. Sehr, exzentrisch. Gut, da kommen wir wahrscheinlich nicht durch. Nee. Hätte mich auch gewundert, wenn ich eine Steintür hätte kaputt schlagen können. Da waren wir schon. Ja, rechts oder links? Gehen wir hier rauf. Hm.
Uff. Uff. Nein, nicht dein Ernst. Die haben mich heruntergeworfen. Nein. Ah. Durch das Tor sieht man eine Brücke, die nach Athen führt, aber das Tor ist völlig und ein für alle Mal zerstört. Es muss einen anderen Weg darum herum und zur Brücke geben. Ja, auf dem war ich gerade. Ach komm, du passt doch durch die Ritze, Kratos. Komm schon. Nein, ey. Ich bin versucht zu laden. Kann ich das von hier aus machen? Optionen? Nein. Neustart vom letzten Kontrollpunkt. Vielleicht geht das ja. Nee, komm, lieber nicht. Ich gehe einfach nochmal durch. Vielleicht geht das auch einfach schneller. Haben die mich vom Balkon geworfen? Frech. Freche Sackgesichter, ey. Ja, nichts ist schlimmer als die Kisten-Action von vorhin. ja, gute Nacht, schlaf fein. Hab einen guten Freitag. Also morgen ist Freitag, das meine ich damit. Ich brauche jetzt nicht nochmal speichern, habe ich ja vorhin gemacht. Dann gehe ich erstmal hier lang. Oh, da geht's runter. Ich höre was. Ist ja fast wie bei Resident Evil mit dem Krach. Oh. Und da war mein Mana leer. Dann halt mit roher Gewalt. Ach, das ist die Kiste, die ich vorhin von außen gesehen habe. Ja, fabelhaft. Autsch. Bin gegen den Tisch gefahren. Okay, noch zwei. Und dann habe ich mehr Gesundheit. Das freut mich. Gut, dass ich erst hier runter jetzt gegangen bin. Werde jetzt einfach aber mal Just Because nochmal speichern. Ah. Was so witzig ist an so alten Spielen, wenn man in ein Menü geht, ist der Zurück-Button noch das Dreieck. Das ist ein Relikt. Wehe, schmeißt mich jetzt nochmal runter. Kein Bock auf euren Scheiß. Ja, jetzt hab ich dich runtergeschmissen. Kommt einfach wieder hoch. Ich fass es nicht. Au. Nee, weg von der Kante, weg von der Kante. Jetzt sterbt halt einfach. Meine Güte. Geht doch. So, hier ist nichts mehr. Na ja, schön, okay. Just die already. Wieder die Frage aller Fragen, in welche Richtung gehe ich? Gehen wir erstmal weiter hoch. Oh.
Stellen Sie sich an den Mauerrand und springen Sie mit Kreuz. Stellen finde ich gut, weil ich häng hier ja. Hep. Kommt da doch was? Ich höre was. Ja, da kommt was. Bösartig! Richtig schöner Multiplier. Ja, stimmt. Das ging ja auch noch. Hey! Mein Gott. Das finde ich schön, wenn es sich motiviert hat, auch nochmal God of War zu spielen. Es macht richtig Bock, also auch hier das alte Spiel. Ich werde das neue, also das 2018er, auch auf jeden Fall mal zocken. Ich habe es auch da. Aber ich wollte jetzt für den Retro-Stream auf jeden Fall das Original rausholen. Und es ist großartig. Es ist so schön. Also, nicht von der Optik her schön, ne? Das versteht sich von selbst, aber es macht einfach Bock. Dass die einfach aus der Wand kommen! Okay, ich glaube, wir müssen hier runter. Kannst du nicht diagonal schlagen, Kratos? Wer hat dich denn programmiert? Roll weg mit dir. Au! Ich weiß nicht, welcher Stick. Ich drücke einfach beide gleichzeitig. Jawohl, wir sind auf der anderen Seite. Oh nein, bitte schmeiß mich nicht runter. Okay, bin gerade ein bisschen overboard gegangen. Lass mal los, was ist hier noch? Hier ist nichts. Okay, dann ist das wahrscheinlich der einzige Weg. Jo? Ja, zwei. Ist nicht wahr. Wie geil. Reckt er sich erstmal die Schulter aus. Oh mein Gott. Achievement unlocked. Okay, nett, dass er mir sagt, wo ich hin muss. Cool. Dass mein PC das rendern kann, ist wild. Ja, keine Ahnung. Ich spiele auf Original-Hardware. Also auf PS2. Ich habe keine Ahnung. Es funktioniert. Sagen wir mal so. Okay, wir sind wieder unten. Ich habe gar nicht hier hinten in die Ecke geguckt. Aha. Mich wieder eingeknotet. Sekunde. So. Mir fehlt ein bisschen echt Kameraplay, aber gut, kann man jetzt nichts machen. Eine Gorgone! How about you just die? Nein! Ich habe keinen Mana, ich kann nicht zurück böse Blicke geben. Okay, hat schon geklappt. Hat nicht geklappt. Oh komm, nochmal! Ach, komm schon. Jetzt aber. Jawohl. Medusenenthauptung bringt magische Orbs. Perfekt.
Dann machen wir das doch gleich nochmal. Reißen der den Kopf ab. Schön, Minotauren geben Leben und Medusen? Ja, Medusen müsste es dann sein. Oder Gorgonen. Eigentlich sind es ja Gorgonen. Medusa gibt es ja nur einmal. Autsch. Die geben magische Punkte. Oh, warte, ich habe ja jetzt wieder... Boah, Mana. Medusas Blick wirkt bei Gorgon nicht. No shit. Ich wollte ja auch den da treffen. Hör auf mich anzustrahlen. Bitch. Draufgegangen. Geht das hier kaputt oder so? Das raucht so. Raucht. Das sieht nicht so aus. Nein! Okay, mal gucken, wo es weitergeht. Ich denke mal, da sollte ich nicht runtergehen. Ah, okay, man kann das doch kaputt machen. Genau. Perfekt! Nutze die Umgebung! Au. Ein bisschen viel auf einmal gerade. Mann. Fuck. Ich weiß nicht, ob man das über den Kampflärm gut hört, aber der Herzschlag geht schneller. Wieso ist mein Helm noch nicht voll? Den könnte ich jetzt echt gut gebrauchen. Fuck, ey. Sterb gleich. Den Zaun der Götter deine Klingen treiben, Kratos. Ja! Schade, dass man den Rest davon nicht aufsparen kann. Okay, los geht's. Party. Nicht balancieren? Ich dachte irgendwie, muss ich da hoch? Okay, wild. Ah. Nee, komm. Ich muss allen Seiten, ey. Das ist ein cooler Move. Nein! Gott
Goddammit, ich habe auf die falsche Taste gedrückt. Nochmal, weil es so schön war. Gehst du wieder hoch? Jetzt warten die alle hier auf mich. Ja gut, dann machen wir euch halt hier platt. Auch okay. Noch da dran hängt, ja, das bringt dir leider auch nichts, Junge. Nein, 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 nicht schon wieder. Der Nachteil, dass es keine Ränder auf den Plattformen gibt. Aber ist okay. Damit muss ich leben. Dafür sind die Gegner jetzt platt. Und ich muss hoffentlich nur rüber. Also da kommt noch jemand, den ich gerade nicht gesehen habe. Natürlich. Komm schon. Ah, schön in der Mitte getrennt. Das war doch pretty. Den Move würde ich auch gerne können. Der könnte echt nützlich sein. Ich höre da aus. Aber es klingt nicht freundlich. Alright, erstmal ein bisschen Leben tanken. Kennt ihr das noch? Habt ihr früher auch immer Leben gesagt? Nicht HP oder LP? Es war immer Leben. Das war schön. Ah, ist die andere Seite der Tür. Open it! Open it! Ah, ne, der kommt jetzt raus, oder? Nein, der kommt nicht raus. Oh, Gott sei Dank. Ich dachte, da kommt der Katzi. Okay, hier war irgendwo ein Speicherpunkt. Yep, yep, yep. Okay, in Anbetracht der Zeit und ich weiß, ich bin vorhin einmal abgestürzt, aber das hat sich ja dann erledigt. OBS hat auch wirklich, wirklich durchgehalten den Rest der Zeit. Ja, ich denke, da kommt als nächstes ein Bossgegner und den hebe ich mir fürs nächste Mal auf. Also beim nächsten Retro-Stream wird auf jeden Fall God of War weitergespielt. Das macht richtig Bock. Bei den anderen Spielen bin ich auch noch dran. Kann sein, dass ich die, wenn ich sie nicht mehr auf Twitch streame, dass ich sie dann einfach auf YouTube hochlade als ganz normales Let's Play. Also ich sitze dann hier und spiele das ein bisschen und dann ja, kann man sich das angucken. Aber das war schon ziemlich geil. Hat sehr viel Spaß gemacht. Ja, dann bedanke ich mich bis hierhin. Ich bedanke mich an allen, bei allen, die dabei waren, die heute dabei waren und die auch zum ersten Mal dabei waren. Weil finde ich auch ziemlich geil. Danke. Und würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder da seid. Ne? Ja, sehr gerne, sehr gerne. Immer wieder gerne, weil das macht richtig Bock. Also Stream macht auch einfach richtig Bock. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend und eine gute Nacht später. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ciao!